Hallo zusammen, ich habe hier das Lumia 535 von Microsoft. Als Betriebssystem läuft Windows Phone 8.1. Es ist im Unterschied zu Geräten von Apple oder mit Android-Betriebssystemen so, dass sich die Kacheln auf dem Hintergrund selber aktualisieren. Man sieht hier zum Beispiel bei den Kontakten, dass das dauernd im Wechsel ist. Oder auch wenn man mehrere Fotos gespeichert hat, laufen die Dia schon durch. Oder anstehende Termine werden so direkt auf dem Bildschirm angezeigt. Speziell im Windows Phone 8.1 ist, dass ein ganzes Office-Programm vorinstalliert ist. Das heisst, man hat Word, Excel und PowerPoint vorinstalliert und gratis 15 GB Speicherplatz in der Cloud, also auf dem Microsoft Server, zur Verfügung. Außerdem ist in jedem Gerät Skype vorinstalliert, inklusive Gratis-Minuten. Dann besteht bei jedem Telefon von Microsoft die Möglichkeit, sich kostenlos Karten von ganz Europa abzuladen und die im Ausland auch ohne Internetverbindung zu nutzen. Wenn das Cover in dieser Farbe nicht gefällt, ist das kein Problem. Man kann es einfach wegnehmen und durch eine andere Farbe setzen. Im Microsoft Lumia 535 ist ein Vierkernprozessor und der ist völlig ausreichend auch für ressourcenhungrige Spiele wie Asphalt 8 ruckelfrei können spielen. Das Microsoft Lumia 535 ist handlich, liegt gut in der Hand. Für einen Preis von 129 Franken muss man sicher ein paar Abstriche machen. Es ist in erster Linie beim Display, das nicht hochgeflößend ist, in zweiter Linie beim Akku. Man schafft etwa knapp 8 bis 9 Stunden. Und das jetzt neben der Kamera, die speziell bei schlechten Lichtverhältnissen nicht so wahnsinnig gute Bilder macht. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr gutes Telefon. Es ist ab sofort für 129 Franken beim electronics.ch bestellbar.